Oh ja. Servus. Ich nehme euch heute mit auf eine kleine Bellyboot-Tour. Ja, wobei, was heißt klein? Ich werde auch wieder 10 bis oder 8 bis 10 Stunden auf dem Wasser sein. Und wir schauen einfach mal, was da heute so geht. Thema ist Spinnfischen. Wir haben jetzt Mitte November, Wassertemperatur von 9 Grad. Die letzten paar Tage ist das Wasser auch richtig schnell runtergegangen. Also von 11 auf 9 innerhalb von ein paar Tagen. Das ist normalerweise auch so ein Zeichen, wo die Fische dann wirklich anfangen, richtig für den Winter zu fressen. Und das Vorgehen ist heute einfach, ich steige hier ein, lasse mich mehr oder weniger die komplette verfügbare Strecke abtreiben und werfe einfach überall. Und da, wo ich Bisse kriege, da halte ich an. Da gucke ich, dass ich vielleicht Zander, Barsch, eventuell einen Hecht bekomme. Und wir gucken einfach, wo die Fische sind. Kann sein, dass jetzt gerade im Herbst, heute sind sie da, morgen da. Also ich bin jetzt heute unterwegs, heute ist Samstag. Morgen ist dementsprechend dann Sonntag, ja. Und es kann sein, dass ich heute irgendwo fange und morgen absolut keinen Kontakt mehr auf den Platz bekomme. Deswegen ist jetzt im Herbst und Winter das richtige Vorgehen, einfach so viele Stellen, so viel Strecke wie möglich zu machen, um einfach zu gucken, wo sind sie, wo kann ich heute fangen. Und ihr seid dann jetzt dabei. Wir gucken einfach mal, was geht. Technik gehe ich vielleicht ein bisschen drauf ein. Das ist einfach jetzt so ein spontanes Ding. Schauen wir mal. Ihr seht es jetzt, ich bin relativ langsam unterwegs mit dem Gummifisch, also ich mache nur 2 gemächliche Umdrehungen, obwohl wir hier, ja, ich sag mal, Wassertiefen von 4,5-5 Meter haben. Das ist für den Fluss eigentlich schon relativ tief und ich habe nur 10 Gramm drauf, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass jetzt gerade, wenn es kälter ist, so eine ziemlich langsame grundnahe Führung einfach meistens viel mehr Bisse bringt. Deswegen bin ich jetzt hier so langsam unterwegs. Da war irgendeine Kante. Und ich lasse mich jetzt hier abtreiben, ganz gemächlich, und fisch einfach alles ab. Weil wir hatten auch schon Herbst- und Wintertage, wo man denkt, okay, da ist gar keine Struktur, gar nichts, Badewanne. Da haben wir die meisten Fische gefangen. Also alles, was gut aussieht oder auch nicht gut aussieht, überall hinwerfen. Das ist momentan einfach ein bisschen, oder jetzt im Herbst, Winter bei uns einfach ein bisschen stressige Angelegenheit, weil man halt gar keinen Anhaltspunkt hat, wo die Fische sind. Muss man einfach ausprobieren, aber irgendwo knallt es dann meistens richtig. Ich fische jetzt auch komplett bis zum Bellyboot hin, weil dann werden die Sprünge ja quasi länger, weil sich mein Winkel verändert. Und das ist auch häufig die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass die Fische dann ewig lang hinterher folgen und dann direkt unterm Belly, wenn diese Sprünge sehr, sehr langsam werden, dann erst draufballern. Was ich auch ganz gern mache, was viele Leute auch nicht machen, ist, ich werfe quasi nach hinten raus. Das gibt relativ viele Hänge, aber die durchs Abtreiben habe ich, weil ich treibe quasi genauso schnell ab wie mein Gummifisch, mehr oder weniger. Das heißt, meine Köderführung ist vollkommen in Ordnung, weil ich auch ein gutes Gefühl habe, aber mein Gummifisch kommt jetzt ganz aus einer anderen Richtung, aus einer natürlichen, weil damit imitiere ich ja quasi einen kranken, toten Fisch, der noch irgendwie vor sich hin wackelt, und der kommt ja logischerweise für die Räuber auch immer mit der Strömung, und wenn die Räuber jetzt quasi im Kopf
in der Strömung stehen nach vorne, dann kommt der denen halt genau entgegen. Also unglaublich natürlich, und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass das immer mal wieder den ein oder anderen Bonusfisch bringt, aber natürlich auch den Bonushänger. Das muss man dann in Kauf nehmen. Ich bin jetzt hier an einem Bauwerk, was man zum Beispiel an Rhein oder Elbe so überhaupt nicht kennt. Eine ganz klassische Staustufe. Das ist an den, ja, ich sag mal, Flüssen des Südens gang und gäbe. Alle paar Kilometer kommt da so ein Teil, wo quasi das Wasser aufgestaut wird. Und hier im Oberwasser haben wir eine relativ langsame Strömung mit tieferem Wasser. Und da unten, ich guck gerade mal runter, wird es dann relativ schnell. Da oben ist mein Auto. Ich bin jetzt circa 2 Stunden unterwegs, weil eben die Strömung hier so gemächlich ist. Im Oberwasser hatte ich jetzt gar keinen Kontakt, null. Deswegen wechsle ich jetzt hier ins Unterwasser. Das hier ist eine Sportbootschleuse, die kann man selber bedienen. Ist eigentlich eben für Sportboote und sowas gedacht. Die hier funktioniert auch seit circa einem Dreivierteljahr nicht. Ist natürlich ärgerlich, wenn man jetzt ein normales Boot hat. Ist für mich in dem Fall aber wurscht, weil ich mir jetzt einfach meine Flossen ausziehe und dann hier drüber wandere. Das da wäre die große Schleuse. Ihr seht es, da rumpelt es richtig. Der fährt da gerade jetzt einfach hier aus dem Ding raus, vom Ober- ins Unterwasser gewechselt. Dasselbe mache ich auch, nur bei mir sieht es nicht so spektakulär aus. So, und schon vom Ober- ins Unterwasser gewechselt. Das Ding hier, wo die Strömung da rauskommt, ist übrigens die Fischtreppe. Sportbootschleuse nochmal. An der Fischtreppe kommt quasi so eine Art Lockströmung raus. Angeln darf ich da leider nicht, weil ich bin mir sicher, da würde man sehr gut fangen. Und über diese Lockströmung können dann Fische, zumindest die eine passende Größe haben, wie jetzt zum Beispiel Barsche oder Barben oder sowas. Da sind einzelne Bürsten drin. Hier seht ihr das stufenmäßig. Und da können sich die Fische voranschieben und vom Unter- ins Oberwasser wechseln. Alle größeren, ja, müssen logischerweise dann über die große oder wenn zufällig verschleust. So, ich gehe jetzt wieder in den Bereich, wo ich angeln darf. Und da geht es dann weiter. Schauen wir mal, ob im Unterwasser noch was geht. Ja, man sieht es jetzt hier, wir haben hier im Unterwasser ganz, ganz andere Strömungsverhältnisse als oben. Also viel schneller, obwohl das für jetzt hier das Unterwasser gerade heute oder zum jetzigen Zeitpunkt echt richtig gemächlich ist. Also normalerweise pfeift es hier richtig durch. Aber das sind halt komplett andere Gegebenheiten als im Oberwasser. Und ja, jetzt mal ausprobieren. Man sieht es auch, hier ist viel, viel flacher. Also ich bin jetzt hier mit dem Gummi auf dem Grund. Und zack, 2 Meter Wassertiefe. Ja, jetzt gucken wir einfach mal, wie es hier unten aussieht. Was ist denn das? Klassiker. Erster Fisch und ein Döbel. Richtig schön gefärbt, der Bursche. Wenn ich jetzt hier esse, will ich gerade noch was zum Thema offensichtliche Hotspots sagen. Zum Beispiel hier, dieser Molenkopf, würde jeder Angler sofort sagen, jo, da steht Fisch. Und wenn man dann andere befragt, sehr köstlich. Wenn auch sehr viele Leute sagen, ja, da fange ich immer mal wieder, da fange ich immer mal wieder. Die Frage ist, beziehungsweise meine Ansicht, und der Punkt ist, es ist einfach nur eine Mauer, wie die komplette Ding hier auch. Oder wie jede andere Uferkante, die wir ja überall hier haben, in diesem quasi fast kanalisierten Fluss. Der Punkt ist, das sieht jeder Angler und sagt, da ist Fisch, deswegen wirft er auch jeder Angler hin.
Deswegen wird er auch immer wieder gefangen. Aber hier unter Wasser gibt es theoretisch überall mal einen großen Stein. Also keine riesigen, markanten Hotspots, aber doch Dinger, wo sie sind oder sein können. Und das sind Punkte, die werden halt wenig beangelt. Logischerweise, wenn hier dann am Tag 5 Leute hinschmeißen und einer fängt einen Zander, dann spricht sich das auch wieder rum. Huch, da geblieben. Wenn jetzt aber hier mittendrin irgendwo vielleicht ein ganzer Schwarm steht, wo man mit jedem Wurf einen Fisch kriegt, aber es wirft keiner hin, ist das vielleicht auch ein Hotspot, den aber eben keiner mitkriegt. Deswegen bin ich kein Freund davon, hier solche Plätze ewig abzuangeln. Ich mache da wie überall sonst auch ein paar Würfe hin. Wenn da nichts geht, gehe ich weiter. Weil es kann sein, dass sie eben woanders stehen, was für uns offensichtlich über Wasser gar nicht erkennbar ist. So, ich habe jetzt wahrscheinlich so 1,5–2 Kilometer hinter mir. Ihr seht es, da oben ist die Staustufe. Und das Auto steht ja noch ein gutes Stück oberhalb. Bisher immer noch diesen einen Döbel, sonst keinerlei Kontakt. Ich hoffe jetzt, es wird wegen besser im nächsten Abschnitt, denn ich weiß nicht, ob das auf dem Video so gut zu erkennen ist, aber hier und hier wird das ganze Ding schmaler. Das heißt, die Strömung nimmt zu und ich kann mir durchaus vorstellen, dass bei dem aktuell oder bei der aktuell niedrigen Strömung die Fische eher in der Strömung stehen, also in Abschnitten mit mehr Strömung. Und dieser Abschnitt kommt dann ja gleich hier. Und dann gucken wir mal, ob es da geht, weil bisher war es echt zähe Geschichte für die, ja, bald 3,5 Stunden, die ich unterwegs bin. Was ich sehr häufig auch mache, ist, wenn ich so ein bisschen korrigiere oder Positionen wechsle oder so, dass ich den Gummifisch immer nachschleife. Das bringt oftmals doch noch auch den einen oder anderen Biss, weil man halt quasi, dadurch, dass man ja fährt, von der Absinkphase her nochmal langsamer ist. Und da dann halt, wenn man aufkommt, 1, 2 langsame Kurbelumdrehungen und dann wieder über den Grund nachschleifen und irgendwann dann wieder mal 1 oder 2 Umdrehungen. Halleluja, der ist brutal eingestiegen, aber weder ein Riese noch besonders große Anzahl. Schöner Fisch. Ja, hier ist jetzt alles voll mit Weißfisch, aber raubfischtechnisch hat sich hier nichts rausziehen lassen, aber ich habe immer wieder Kontakt bekommen. Aber wir sind ja flexibel, dann fangen wir halt ein paar dicke Rotaugen statt Barsche, auch kein Problem. Also einfach aufs Dropshot gewechselt, Stück Wurm, und ich bin mir fast hundertprozentig sicher, dass da gleich das ein oder andere schöne Rotauge zum Vorschein kommt. Optimal. Und vor allem ist das auch ein schöner Hechtköderfisch für den Winter. Oh. Das ist aber kein Rotauge. Ich habe da schon was mitgemacht.
Eieiei. Schon wieder kein Rotach. Und da geht der Wurm. Kurze Planerläuterung. Also ich bin jetzt quasi am unteren Ende von der Strecke und ich müsste jetzt komplett die Strömung wieder gegen die Strömung nach oben paddeln. Einen großen Teil davon muss ich dann sowieso machen, um wieder zum Auto zu kommen, also auch mehrere, ja, so 2,5 Kilometer. Aber ich steige jetzt hier quasi aus. Hinter dem Wäldchen ist der See. Dann trage ich das ganze Gerümpel über auf den See, mache auf dem See einfach nochmal eine Runde. Und kann dann weiter oben wieder in den Main einsteigen und von da aus dann den Rest machen. Und vielleicht sammle ich unterwegs dann noch im See einen brauchbaren Hecht ein. Von daher, die Chance will ich mitnehmen, weil bisher war es ja noch nicht so toll. Und gucken wir mal, was dann im See und im restlichen Main nach oben wieder geht. No rest for the wicked. Was ich für einen riesigen oder riesig wichtigen Punkt halte bei dieser ganzen Winter- und Herbstangelei ist die Gewässerkenntnis. Übrigens habe ich jetzt die Kamera auf die Route montiert. Bietet sich in dem Fall natürlich ein bisschen an. Aber wenn man nicht weiß, wo man die Viecher suchen muss, dann hat sich das Ganze sowieso erledigt. Sie können jetzt hier und da sein. Aber wenn man die Plätze, die quasi richtig sind, nicht ansteuert und irgendwo rumfischt, dann ist das natürlich sowieso Quatsch. Aber es gibt, ich sag mal, jetzt massenweise Plätze, die funktionieren können, aber nur wenige funktionieren in dem Moment. Und es ist halt wichtig, die anzusteuern, kurz anzufischen, merken, okay, der geht jetzt nicht. Und vor allem zu wissen, der geht nur jetzt nicht und wann anders geht er wieder. Das ist einfach viel Zeit, die man am Wasser investieren muss, um da rauszufinden, was da läuft. Ja, Thema Gewässerkenntnis. Ich versuche jetzt hier einen Live-Biss drauf zu bekommen, weil ich eben weiß, dass das hier ein sehr guter Platz ist. Mitten im Nirvana. Unter mir läuft hier eigentlich ein paar Meter vor mir läuft eine Kante zum Flachbereich und hier unter mir ist richtig tief. Und jetzt gucke ich einfach, ob ich hier einen Live-Biss drauf bekommen kann. Vor allem der dann auch noch mit Gegenlicht sichtbar ist. Das ist natürlich das Nächste. Aber wir probieren das einfach mal. Vielleicht klappt es ja. So, neuer Versuch. Die Kante zieht sich hier halt quasi komplett durch. Also ich habe da jetzt weit überworfen. In etwa hier, wo diese Schattenkante ist, da läuft auch die Unterwasserkante lang. Fuck, Biss gesehen. Ich nehme mich erst zu spät. Oh ja.
Ja, das Maß wird ja aber auch noch nicht haben. Und tschüss. So, ich bin jetzt durch mit dem See, quasi am anderen Ende angekommen. Ich werde jetzt dann wieder in den Fluss umsteigen und das Fazit dieser ganzen Aktion war, letzte Woche war ich den ganzen Tag hier auf dem See, habe richtig kämpfen müssen für 3-4 Bisse, die gab es nur auf Gummifisch. Auf Köderfisch ging gar nichts, jetzt war ich hier eine halbe Stunde, habe keine Ahnung, 10 Bisse und hängen geblieben ist einer. Bleibt festzuhalten, Hechte sind Arschlöcher. So. Hier übrigens eine sehr kreative Aktion, wenn man hier nur scheiß Slipstellen hat, dann macht man es halt so und nimmt den Traktor. Bevor es jetzt komplett dunkel ist, verabschiede ich mich. Ich hatte einen relativ anstrengenden Tag, weil ich war jetzt ja, doch ziemlich lang unterwegs. Bin ziemlich viel durch die Gegend gefahren und gepaddelt gegen die Strömung auch wieder zurück. Und das alles für echt wenige Bisse und noch weniger gefangene Fische. Ist halt mal so, meine Güte. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Vielleicht habt ihr noch irgendeinen Tipp oder sowas mitgenommen. Wenn nicht, mir egal. Nein, im Ernst, ich würde mich freuen, wenn ihr da was mitgenommen habt. Und vor allem, wenn ihr Spaß beim Zuschauen hattet. Dementsprechend, ich wünsche euch viel Erfolg am Wasser. Bis denn. Servus.